Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Faesiel, Arbiter's Mark. In der letzten Folge habe ich es schon angekündigt, wir werden uns neue Einheiten holen. Ja, wir brauchen neue Rekruten, denn wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht jemanden auf Missionen schicken können. Zuvor werden wir allerdings, auch in der letzten Folge schon erwähnt, die Gildenverbesserung einmal ausprobieren. Damit wir für die Mission und auch für alle Gefechte innerhalb des Gildengebietes gewisse Boni bekommen. Aber erstmal eine neue Einheit, die mindestens Level 3 sein soll. So könnten wir uns dann zwei neue Einheiten leisten. Und ich würde aus den neuen freigeschalteten Klassen jemanden wählen. Ich würde sagen, wir probieren mal einen Templer. Wir haben ja einen Speer letzte Folge gefunden. Und wir holen uns einen männlichen Templer. Dann gucken wir einmal im Porträt. Nee, das sieht eher aus wie ein Samurai. Aber sieht ein bisschen böse aus mit den Totenschädeln da auf der Schulter. Ah, ich weiß noch nicht. Eher wie ein Gladiator. Ich weiß gar nicht, ob es diese Berufsklasse gibt. Ah, ich bin von dem Helm nicht so, nicht so angetan. Das war ein bisschen zu weit. Nein. Die Helme in den Porträts sieht man manchmal komisch aus. Den hier könnten wir nehmen. Marquis Elmdor. Würde optisch auch ein bisschen passen zu dem Namen. Nehmen wir den einfach. Das würde ja schon fast passen. Er hat natürlich nur ein Schulterarmstück. Ein Schulterschutzstück? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das da halt aus seiner Sicht die linke Schulter. Hat noch so einen hervorgestehenden Kragen auf der Schulter, aber rechts nicht. Wenn wir hier beim Klasse-Outfit sind, sieht man es, er hat zwei Schulterstücke. Würde ich jetzt mal drüber hinwegsehen. Farbentechnisch sind wir relativ bräunlich-rot. Er ist ein bisschen sehr rot, das auch. Da passt irgendwie keins so richtig. Dann passt das hier schon eher, mehr oder weniger. Nicht ganz so richtig heute. Auf jeden Fall etwas braungebrannter. Das passt schon mal. Wir müssen mal dieses Accessoire aus dem Gesicht kriegen. Das stört mich ein bisschen. Das müsste Zubehör sein. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir eine klare Sicht aufs Gesicht. Hat einen neutralen Blick. Neutral gibt es hier nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da kommt das hier schon eher ran. Die Augenfarbe ist mal wieder sehr schwierig. Ich lasse die mal. Frisur, ein Kurzhaarschnitt. Haben wir hier einen hübschen Kurzhaarschnitt? Ja, das passt doch. Und wir haben einen Braunton. Das sieht mir ein bisschen zu eintönig aus in Verbindung mit der Uniform. Macht es nicht besser, aber kommt eher ans Original. Gesichtsbehaarung. Er hat eine Narbe auf der Augenbraue. Ich glaube, so ein Detail gibt es nicht, oder? Achso, ja. Und er hat natürlich einen Bart, den ganz vergessen. Nur einen leichten. Geben wir ihm sonst 3 Tage Bart. Er kann auch in dieser Farbe bleiben. Wie sieht der Klasse... Klassehut lassen wir weg.
So, gibt's eine Narbe über der Augenbraue? Schwer zu sagen. Hier hat er, glaube ich, ein. Irgendwas über dem einen Auge da hinten, ne? Bei 0? Ne. Ich glaube, da ist nicht so richtig was dabei. Dann kein Zubehör. Okay. Fertig. Ein Templer. Marquis Elmdor, du bist angestellt. So, dann holen wir uns noch eine Einheit. Aber diesmal nehmen wir die Waldläuferklasse. Ich bin ein bisschen mehr für ein paar Fernkämpfer und den machen wir jetzt weiblich. Oder die machen wir jetzt weiblich. Lilly. Lilly. Was passt denn zu dir? Das hier finde ich ganz hübsch, aber das sieht eher aus wie ein Pfleger oder wie ein Söldner. Passt leider nicht zur Berufsklasse, aber das muss ich mir mal merken. Das gefällt mir. Das passt perfekt. Diese Haare lenken mich ab. Ich muss mal kurz die Haare loswerden. Ach so, das ist ein Hut. Das ist ein Hut. Dann nehmen wir jetzt mal den Klassehut. In grün. Ja, das ist ein sehr grelles Grün. Und das geht schon eher in Türkis. Für einen Waldläufer ist das viel zu hell. Ich hätte eher gerne so ein ganz dezentes Moosgrün. Wie sieht denn das Klasse-Outfit aus? Könnte man ja fast machen, aber ich will mal kurz gucken, was es noch so gibt. Das ist das Klasse-Outfit. Nein, ganz sicher nicht. Mit welcher Berufsklasse würde das denn bitte passen? Wäre das Kleid unten dran nicht, würde das zum Porträt am besten passen. Nee, dann nehmen wir das Klasse-Outfit. Dann nehmen wir das Klasse-Outfit und das Ganze in. Oh, hier gibt es ein schön blasses Grün. Allerdings passt das natürlich eher zum Porträt, weil es braun im Mantel hat. Ich würde mir ein bisschen wünschen, dass man Pastelltöne auswählen kann. So, Zubehör nehmen wir wieder keins. Wird jetzt ein bisschen schwieriger, die Frisur auszuwählen durch die Mütze, aber die gehört jetzt einfach mal dazu. Wir haben ein freundliches Lächeln, offene Augen. Die Augen finde ich sehr groß. Aber es geht wohl nur so. Dann Augenfarbe. Oh Gott. Sie hat irgendwie was Hellgrünes, glaube ich. Das müsste das hier sein. Das ist immer so schwer zu erkennen. Schade, dass man hier nicht reinzoomen kann, oder? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Vielleicht kann man ja reinzoomen. Ich muss mal ganz kurz Klassehut wieder ausschalten. Was ist denn das? Warum ist hier eine Kopfbedeckung? Dieser Afro schon wieder. Ich dachte, es ist die Frisur, aber es ist tatsächlich ein Hut. Hoch steckt einen schönen Zopf. Haben wir einen schönen Zopf hier? Ja, haben wir einen. Der ist nur etwas tief gesetzt. Wir gucken mal, ob es noch einen anderen gibt. Nee. Dann nehmen wir den doch direkt. Und blond ist sie ja auch, also kann das so bleiben. Wir machen wieder die Klasse gut. So.
Ist wie gesagt ein bisschen grell. Aber gut, man kann nicht alles haben. Lilly, du bist angestellt. Oder Lilly, es ist ja ein einfaches L. So, wir haben zwei neue Leute. Das sollte erstmal reichen. Dann, Missionen, was gibt's denn da? Ach halt. Wollte ich noch gar nicht. Ich wollte erstmal die Gildenverbesserung mit euch machen. Denn die Boni, die wir jetzt hier gleich freischalten, wirken sich auch auf die Missionen aus. Hier sehen wir einmal dann auch die Reichweite. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. So. Die Gebäude. Hier können wir Missionen um 20% schneller abschließen. Erhalten dann nochmal 5% obendrauf, wenn wir eine Urquelle daneben haben. Ich tendiere meistens hierzu. Weil mit der Zeit sind die EP dann schon selten. Die gibt man hier nämlich ganz schön schnell aus, wie man sieht. Wir würden jetzt hier schon über die Hälfte ausgeben. Die Kantine verleiht Gärten, der Kopfgeldtafel und dem Wachturm Grenzboni. Das heißt, wir müssen sie so hinsetzen, dass sie an drei Gebäude angrenzen kann. Die Gärten verleihen keinem weiteren Gebäude Grenzboni, bekommen aber wie gesagt durch die Kantine, die Kopfgeldtafel und der Wachturm. Die Kopfgeldtafel braucht dann auf jeden Fall noch einen Platz frei, damit sie auch vom Archivar noch Boni bekommt, wenn wir ihn entsetzen. Könnte man eigentlich machen. So, und der Wachturm auch nur von der Kantine. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir erstmal die Kantine hier hin. Weil dadurch kann sie dann auf dieses Feld und auf dieses Feld ihren Boni auswirken. Und der geht ja an drei zusätzliche Gebäude. So. Damit haben wir unser erstes Gebäude gesetzt und unterhalb der Liste der Gebäude seht ihr jetzt auch die Regionsverbesserung. Wir bekommen 20% mehr EP auf erfüllte Missionen. So, die Gärten. Zweimal so viele Komponenten halte ich mich mal noch zurück. Komponenten benutze ich relativ selten. Dann gucken wir mal. Kopfgeldtafel und Wachturm. 20% mehr GP ist auch nicht so schlecht. Dann haben wir allerdings nicht mehr genügend, um ein zweites Gebäude zu bauen. Der Wahrsager könnte vielleicht noch interessant werden. Gärten, Kopfgeldtafel und Wachturm. Und der Wahrsager für den Archivar. Und der Archivar wiederum, jetzt wird sehr vertrackt, der kombiniert sich gut mit der Kopfgeldtafel. Die wiederum von Kantine und Archivar Boni bekommt. Die Kantine, die wir gerade gesetzt haben. Ich mag die Erweiterung, aber sie ist sehr schwierig. da die Kopfgeldtafel von der Kantine und dem Archivar Boni bezieht, müssen wir sie so bauen, dass sie noch ein Feld neben sich hat. Der Archivar wiederum benötigt noch den Wahrsager. Das würde bedeuten, wir setzen jetzt erstmal diese beiden hier. Also erstmal den Archivar, allerdings nicht hierhin. Hier plane ich dann den Wachturm. Nicht den Wachturm, die Kopfgeldtafel. Ich gehe nochmal zurück, um sicher zu gehen. Ich komme nämlich auch gerade durcheinander. Moment nochmal. Wachturm, so. Nee, nicht der Wachturm, Kopfgeldtafel. Genau, bekommt vom Archivar und von der Kantine. Die Kantine haben wir gerade gesetzt, deshalb würde ich dort in die Ecke den Kopfgeldturm, die Kopfgeldtafel setzen. Ich bringe die beiden Gebäude sowas von durcheinander. Ja, also das wäre definitiv ein Eckgebäude.
Damit dann der Archivar eins davor kann. Dadurch bekommt er von Kopfgeldtafel und vom Wahrsager. Den wir dann nochmal eins dahinter setzen. Oder sogar mittig, weil er sich dann auch auf Bibliothek und Übungsgelände auswirkt. Ah, sehr vertrackt. Okay, erstmal den Archivar. Also hier kommt zukünftig, muss ich es mir merken, kommt die Kopfgeldtafel hin. Der Archivar kommt hier hin. So. Dann der Wahrsager. Erhält vom Archivar Grenzboni und verleiht Bibliothek und Übungsgelände. Bibliothek können wir uns gerade nicht mehr leisten. Verleiht noch den Messerschmied, da müssen wir auch noch Platz lassen. Ich sage, es wird kompliziert. Und Übungsgelände ist hier. Ach ja, hier. Vom Wahrsager brauchen wir nichts weiter berücksichtigen. Da ist dann die Frage, ob wir den Wahrsager nicht ganz in die Mitte setzen. Auch wenn das jetzt Quark wäre, weil der Archivar wirkt sich ja nur auf zwei Felder aus. Ach, jetzt habe ich ihn so gesetzt, dass er sich auf drei auswirkt. Ich könnte jetzt alle Verbesserungen zurücksetzen, das würde auch gehen. Und nochmal neu starten. Nee, mache ich mal nicht. Wir ziehen das jetzt durch. Also, wir hatten gesagt, wir setzen jetzt noch den Wahrsager. Damit haben wir eine erhöhte Erfolgschance für unsere Mission. Bekommt vom Archivar Grenzboni und verleiht der Bibliothek und dem Übungsgelände. Also müsste er von rechts wegen her hier stehen, damit er hier und hier seine Boni verteilen kann. Hier würde es nicht viel Sinn machen, weil er dann nur noch sich auf entweder Bibliothek oder Übungsgelände auswirken kann. Übungsgelände wirkt sich nur auf den Wahrsager aus, beziehungsweise wird nur vom Wahrsager beeinflusst, wäre also am besten in irgendeiner Ecke. Und Übungsgelände war hier oben. Hat genau dasselbe Problem. Ist jetzt natürlich ein bisschen vertrackt, da muss man gucken, was man möchte. Aber Übungsgelände würde ich schon nehmen, weil wir dann 20% mehr Erfahrung für unsere Einheiten bekommen. Und das ist nicht zu verachten. Also, ich bleibe bei dem Plan. Hier kommt jetzt der Wahrsager hin. Wir können es ja zurücksetzen, wenn es doof wird. Ah, hier sehen wir dann auch, wie die Gebäude sich bezeichnen, sodass wir später... Dadurch, dass man ja schnell den Überblick verliert, können wir später hier jetzt nochmal nachgucken, was haben wir denn jetzt schon gebaut und wie wirkt sich das Gebaute auf andere Gebäude aus. Wir können quasi also nochmal alles überprüfen. So, Moment, ich wollte noch eins zurück. So rum. Jetzt können wir die Leute auf Mission schicken. Was haben wir denn da? Oh, können nur eine Mission machen, weil leider die Missionen auch EP kosten. Und die haben wir gerade vollständig ausgegeben. Basiserfolg 115 und wir können es wiederholen, selbst wenn wir versagen werden. Dann gucken wir mal. Genau, die erste, den ersten Charakter, den wir auswählen für eine Mission, der wiederum ist der Anführer. Und das beeinflusst seine Erfolgschance. Und natürlich kam auch gerade der Hinweis, können wir die Leute, die auf Mission sind, natürlich nicht für unsere Kämpfe mehr nutzen, solange sie halt unterwegs sind. Ich gehe nochmal zurück. Die Missionsbeschreibung sagt, für eine Hüterin sollte das kein Problem sein. Unsere einzige Hüterin ist unsere Anführerin. Und die können wir nicht auf Mission schicken. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Angestellte einer Hüterin zählt. Wir könnten mal den Templer probehalber hinschicken.
Und da Victor schon Level 4 ist, würde ich ihn auch wegschicken. Ja. Probieren wir es mit den beiden mal. Oh. Ah ne, das ist gerade unsere aktive Mission. Erfolgschance ist 115%, also können sie es eigentlich nur schaffen. Und sie kriegen nochmal, dadurch, dass wir die Gebäude schon gebaut haben, nochmal 20% EP mehr, 25% erhöhte Erfolgschance und wiederholte Belohnungen, wenn wir die Mission öfter machen. Da oben läuft jetzt auch ein Timer, wie lange unsere Freunde jetzt noch auf Mission sein werden. Ich gehe jetzt mal noch in den Laden. Und wir machen wieder probieren und kaufen. Wird heute eine kleine Vorbereitungsfolge. Marquis ist leider auf Mission. Das habe ich jetzt ein bisschen falsch rum gemacht. Eigentlich müsste ich ihn erst ausrüsten und dann auf Mission schicken. Er hat jetzt, glaube ich, nur die Basisausrüstung. Er hat noch nicht mal das. Oh Gott. Können wir ihn jetzt nachträglich noch, eventuell? Ich hoffe, das zählt dann noch für die Mission. Ich würde ihm, weil er ein Templar ist, auf jeden Fall ein Schild verpassen. Wir müssen jetzt aber ein bisschen mit dem Geld haushalten. Sense ist natürlich auch interessant. Hier macht 80 Schaden. Ein Schwert macht 50 Schaden. Und der Klopfer macht 48 Schaden. Gibt aber noch Verteidigung, Initiative und Resistenz. Dann nehmen wir den erstmal, ist günstiger. Dazu nehmen wir ein Bronzeschild. Okay, das sollte für ihn erstmal als Basismission reichen. Dann. Huch. Ach, sie hat schon eine Ausrüstung. Aber sie sollte ja Fernkämpfer sein, also ein Langbogen. Ja, stimmt. Ja, mit der Fellmütze kriegt man Wasserresistenz. Ist nicht zu verachten. Leuchtender Ring verbessert die Sicht. Ja, für einen Bogenschützen natürlich nicht ganz so... Oh nein! Oh Gott, wir haben schon viel zu viel Geld ausgegeben. Geht der Kurzbogen vielleicht? Geht auch nicht. Da können wir ihr den Bogen nicht geben. Wir sind jetzt schon... Ich habe das gerade erst gesehen da oben. Wir haben schon alles ausgegeben. Na gut, dann haben wir wenigstens unseren Kollegen noch ausrüsten können. Auch wenn er gerade auf aktiver Mission ist. Jetzt sehen wir hier unten am Fußende auch, wer gerade auf Mission ist. Ja, da muss sie erstmal mit der Axt leben. Fellmütze haben wir keine mehr übrig. Haben wir wirklich nichts übrig? Keine Armbrust? Nee. Ach, wie ärgerlich. Das ist ärgerlich. Die sind schon 3 bis 99. Ist vielleicht noch ein Ticken zu früh für uns. Ich gehe kurz nochmal ins Truppenmenü. Entschuldigung. Ich muss nochmal vorbereiten. Ich habe nämlich gerade gesehen, die sind ja noch ihre Hauptklasse nur im Beruf. Dann geben wir ihnen mal noch eine Nebenklasse, die sie parallel lernen können. Das hier wird auch ein Damage-Dealer. Er hat gerade keine anderen Fähigkeiten. Ein bisschen Nahkampf könnte bei ihr ja, glaube ich, nicht schaden, falls sie irgendwann mal kein Bogenschütze mehr ist. Und gerade aktuell kann sie ja auch keiner sein, ohne Bogen. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück beim Hügel von Giaum. Hoffentlich war das eine gute Idee. Wir sind echt schlecht ausgerüstet. Ah, Alfonso schon wieder. Der Weg ist frei, mein Fürst. Ausgezeichnet. Der Tempel ist nah. Ich spüre es.
Fürst Alphonse, Herr. Ja, was ist? Raus damit, Mann. Euer Gnaden wollten infiziert werden, wenn sich irgendwelche Störenfriede blicken lassen? Infiziert? Ist das ein Übersetzungsfehler? Ich glaube, die meinen informiert, oder? Okay, lassen wir es mal so stehen. Da haben sich welche blicken lassen und ich informiere euch hiermit darüber, Herr. Immer wieder erstaunlich, dass ich mit diesen brabbelnden Halbaffen überhaupt kommunizieren kann. Oh nein! Nicht ihr schon wieder? Fürst Alphonse, was für eine Überraschung, euch hier im Hinterland zu begegnen. Diese Blödmänner, die ich losgeschickt habe, um euch zu beseitigen, haben es wohl vermasselt. Man sollte eben nie einen gewöhnlichen Gauner die Arbeit eines Adligen machen lassen. Ihr gebt also freimütig zu, dass ihr eine Bande von Banditen beauftragt habt, uns zu töten? Na und ob? Wie peinlich für sie, sich von eurer armseligen kleinen Bande von Taugenichtsen besiegen zu lassen. Und was jetzt, Frauenzimmer? Deine ach so geschätzten Gesetze verbieten es dir, dich mir auch nur in den Weg zu stellen. Oder willst du mich vielleicht zu Tode langweilen? Glaub bloß nicht, dass ich dich diesmal so einfach davonkommen lasse. Es ist höchste Zeit, dass du Respekt von denen lernst, die besser sind als du. Oh, wie ich das genießen werde, meine Liebe. Ich werde dich kalt machen wie die räudige Hündin, die du bist. Ich habe gehofft, dass ihr das sagen würdet. Ich berufe mich hiermit auf das Recht zur Selbstverteidigung, wie es allen Hütern zusteht. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, haben Hüter das Recht, sich zu verteidigen. Egal in welchen Umständen oder gegen wen. Selbst gegen Unsterbliche oder Gezeichnete. Warte. Was? Was ist das für ein Gesetz? So sollte das Ganze nicht laufen. Ich habe keine Zeit, mich mit dem Pöbel herumzuschlagen. Lakaien, kümmert euch um die Störenfriede. Ich mache mich zum Tempel auf. War wohl naiv von mir anzunehmen, dass er wie ein Mann kämpfen würde? Da oben auf den Bergrücken sind auch noch welche Hauptmann. Oh oh, das sind ganz schön viele. Gut gesehen, Anadine. Wir müssen wohl erst die Handlanger erledigen, bevor wir Alphonse zu fassen bekommen. Oh oh, war das eine gute Idee? Das sind ganz schön viele. Die sind alle schon Level 4. Oh Gott, die sind alle Level 4. Oh, das war keine gute Idee. Oh Gott. Ich fürchte, das kann ich erst in der nächsten Folge bestreiten. Auf so einen heftigen Kampf war ich jetzt nicht eingestellt. Dann würde ich sagen, bin ich mal so frei. Wie das Ganze hier ausgehen wird, ob wir hier vernichtend geschlagen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann.
Ciao.